Wie laufen die ganzen Manipulationen ab, hinter den Kulissen? Ja, du sagst es, es geht im Prinzip um Manipulation. Ja? Und vielleicht nur eine knackige Definition, was Manipulation ist. Es gibt ja alles Mögliche darüber zu sagen, aber ich versuche es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Manipulation ist für mich die Suggestion eines beschränkten oder begrenzten Weltbildes. Und das Weltbild ist ja die Instanz in uns, mit der wir letztendlich unseren Alltag bewältigen. Sprich, mit dem Weltbild, bewerten wir die Dinge, die wir erleben, sortieren sie ein und treffen letztendlich Entscheidungen. Und wenn dieses Weltbild, was die Auswahlmöglichkeiten anbelangt, nur sehr beschränkt und begrenzt ist, dann können wir natürlich auch nicht wirklich frei wählen. So, das ist der Punkt. Und heute tobt ein Krieg um unsere Köpfe. Also, ich sage immer, der Krieg wird in den Klassenzimmern entschieden, weil es geht natürlich auch ganz klar um die Kinder. Und der Krieg, dem wir heute ausgesetzt sind, ist ein Krieg der Informationen und der Wahrnehmung. Das heißt, die Informationen, die wir erhalten, die wir dann also zu unserem Weltbild machen, als Teil unseres Weltbildes, bestimmt letztendlich auch, wie wir wahrnehmen können. Denn wir können nur das sehen, was wir kennen. Das ist eben das Problem. Das heißt, es geht hier wirklich um Wahrnehmung, es geht um Gefühle, es geht um Ideen, die sozusagen um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und es geht auch um eine bestimmte Denkweise, die auch letztendlich innerhalb dieser Informationskriegsführung eine Rolle spielt. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen systematisch angehen wollten, also man spricht in dem Zusammenhang vielleicht noch als Ergänzung von der Kriegsführung der fünften Generation. Das sind also tatsächlich Begriffe, die findet man, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt. Und fünfte Generation heißt, es geht hier wirklich darum, mit Hilfe von Informationen auf eine sehr subtile Art und Weise vermittelt, aber teilweise auch sehr marktschreierisch durch die Massenmedien, Menschen in einer bestimmten Art und Weise zu beeinflussen, sodass sie es selber nicht merken und dann trotzdem handeln im Sinne derjenigen, die diese Informationen gestreut haben oder diese Desinformation gestreut haben. Ja, das ist sozusagen die Kriegsführung der fünften Generation und die nutzt die Social-Media-Plattform, die nutzt gezielte Verbreitung von Falschinformationen, Desinformationen. Es geht aber natürlich auch um das Thema, ich sage mal, Cyberangriffe, ja, und auch datenbasierte, ja, wie soll man sagen, Manipulation. Also es ist ein Riesenthema und das wird eben nicht nur von Einzelpersonen gemacht, sondern letztendlich auch von ganzen Organisationen oder auch Staaten. Ja. Und das ist eben diese moderne Form der Kriegsführung. Wir sind es normalerweise gewohnt, Krieg immer mit der primitivsten Form zu verknüpfen, nämlich die kinetische Kriegsführung, also wo Panzer rollen und so weiter, aber das ist heute gar nicht mehr notwendig. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Manipulation stattfindet, oder man könnte auch es anders sagen, es ist eine Art von Steuerung. Das menschliche Verhalten wird im globalen Maßstab gesteuert. Und es gibt hier sechs Ebenen, oder man könnte sagen, sechs ja, Wege, wie diese Steuerung vonstatten geht. Ich werde die mal kurz aufzählen und kurz ausführen, was ich damit meine. Also es gibt einmal sogenannte Informationswaffen, davon gibt es drei Stück, und dann gibt es sozusagen materielle Waffen, auch wieder drei Stück. Das heißt, sechs Ebenen, mit denen wir sozusagen es zu tun haben. Und wir sind leider nicht darin geschult, außer in der sechsten Ebene, das kennen wir, das ist eben die kinetische Kriegsführung. Aber die anderen sehen wir nicht so. Und das ist das Problem. Deswegen können wir uns auch davor nicht so gut schützen, weil wir eben nicht diesen unsichtbaren Einflüssen uns bewusst sind. Die ersten drei Ebenen, also sprich die Informationskriegsführung, beinhaltet einmal das Weltbild als sozusagen Teil dieser Informationskriegsführung. Das heißt, das Weltbild ist ja die Instanz, mit dem wir unseren Alltag, wie gesagt, bewältigen, mit dem wir Entscheidungen treffen, mit denen wir Dinge bewerten und vergleichen. Und wenn dieses Weltbild sehr beschränkt ist, und in der westlichen Kultur haben wir ein sehr atheistisch, materialistisches Weltbild, ja, also wo ich sag mal, die Spiritualität jetzt nicht so den großen Raum von einnimmt, dann können wir mit diesem Weltbild auch nicht unbedingt nur, naja, ich sag mal, nur 3% der Realität erklären, also das, was grobstofflich da ist. Die zweite Informationswaffe ist das Geschichtsbild. Das Motto gilt hier, der Sieger schreibt die Geschichte. Das heißt, Geschichte ist ja letztendlich das Wissen über unsere Herkunft, die Vergangenheit. Und wenn ich die verfälsche in irgendeiner Art und Weise, und dann an die nächste Generation in der Schule vermittle, dann glauben die Menschen das und schneiden sich im Grunde selber von ihren eigenen Ahnen ab. Und die dritte Informationswaffe ist im Prinzip eine bestimmte Ideologie. Das kann eine politische Ideologie sein, das kann eine wissenschaftliche Ideologie sein, also auch die sogenannte
Naturwissenschaft gehört dazu. Es kann eine religiöse Ideologie sein oder ein religiöses Glaubenssystem. Also die großen Weltreligionen sind im Prinzip mit die ältesten Informationswaffen, mit denen wir es zu tun haben. Und die bearbeiten ja letztendlich auch unser Weltbild. Also es geht alles so nahtlos ineinander über. Und dann haben wir halt noch diese drei materiellen Waffen. Da haben wir einmal ja, das Wirtschaftssystem, wenn man so möchte, das Geld als ein wichtiges Kontrollwerkzeug oder man könnte auch sagen, eines der wichtigsten Steuerungswerkzeuge, weil mit Hilfe des Geldes und der Ausgestaltung des heutigen Geldsystems können wir menschliches Verhalten wunderbar lenken und steuern. Das sehen wir ja auch, ja. Weil, vor allen Dingen, weil dieses Geldsystem parasitär ausgerichtet ist. Das heißt, es nimmt den Menschen sehr viel wieder weg und hält sie somit in einem materiellen Mangel. Das wäre die erste materielle Waffe oder insgesamt die vierte Ebene. Und dann haben wir noch die fünfte Ebene. Und das sind im Prinzip, ich sage es mal ganz klar, Genozidgifte, Genozidwaffen. Also alles, was unsere Genetik angreift, was unsere Gesundheit direkt schädigt. Das können Dinge wie Alkohol, Drogen, Gifte sein in verschiedener Verpackung, sowohl in den, ich sage mal, Kosmetikprodukten als auch in den entsprechenden medizinischen Gerätschaften, sprich Spritzen. Ja, ich will das gar nicht jetzt hier genau benennen, weil wir ja wissen, wie das sonst hier gehandhabt wird. Jeder weiß, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Das gehört alles mit dazu. Drogen in verschiedenen Ausführungen. Ich zähle dazu auch digitale Drogen. Also alles, was uns ein kurzfristiges Glücksgefühl beschert, also das Belohnungssystem dauerstimuliert, gerade bei Kindern und Jugendlichen, also diese ganze Smartphone-Generation. Damit lenken wir auch das Verhalten und eben Menschen werden unfruchtbar zum Teil auch durch diese Sachen. Alkohol, aber auch Plastik, Weichmacher, Hormone, Zusätze überall, die letztendlich auch eben die Fruchtbarkeit der Menschen herabsetzen. Und dann haben wir noch die tatsächliche kinetische Kriegsführung, also wo es wirklich um Waffen geht, Panzer, Raketen und so weiter, was jeder, wenn er hört, Krieg damit assoziiert. Aber das ist die primitivste und unwichtigste Form heutzutage. Damit kann man zwar sehr viel zerstören und kurzfristig die Menschen auch gefügig machen, aber sobald dieser Druck durch Bedrohung mit Waffen wegfällt, werden die Menschen wieder gemäß ihres Weltbildes handeln und ihres Glaubenssystems. Das heißt, wer es schafft, das Weltbild und das Glaubenssystem der Menschen zu verändern, und das schaffst du nur, wenn du das von klein auf an den Menschen so beibiegst. Also du musst die Kinder sozusagen für dich gewinnen. Dann ist es ein Selbstgänger. Dann brauchst du keine äußere Bedrohung mehr, sondern das Weltbild, der innere Richter ist dann sozusagen die Instanz, aus der heraus die Menschen dann täglich handeln. Ja, und wenn du da ein falsches Weltbild oder ein beschränktes Weltbild installiert hast mit krassen Lügen und Dogmen, die mit der Realität nichts zu tun haben, aber an die man glauben muss, und wenn man es nicht tut, wird man bestraft. Also klassische Dressur, Belohnung und Bestrafung. Dann hast du einen Selbstgänger. Dann hast du das System der Selbstversklavung installiert. Und das ist aus meiner Sicht das, womit wir es hier zu tun haben. Das heißt, diese Matrix, wenn wir es so sagen, in der wir uns befinden, ist ein System der mentalen Selbstversklavung. Und weil das so ist, können auch nur wir selbst uns daraus befreien und nicht irgendein äußerer Retter. Weil das gehört wieder zum Teil der Matrix, um uns in der Matrix gefangen zu halten. Also der Erlösergedanke, die Hoffnung, dass jemand von außen uns rettet, das ist die Sichtweise des ohnmächtigen Kleinkindes, das eben immer noch hofft, da kommt der Übervater und macht alles wieder gerecht und richtig, ist hier aber nicht so. Ja, und das sind so Dinge, mit denen haben wir es zu tun. Und wenn wir darin nicht geschult sind, dann können wir sie nicht erkennen. Und wenn wir sie nicht erkennen können, können wir nicht uns dagegen wehren. Und das ist das Problem. Und als Sinnbild, um das nochmal wirklich anschaulich zu machen, man könnte fast sagen, wir als Menschen, als Gesellschaft sind wie ein Kleinkind ohne Eltern. Wir sind schutzlos und hilflos diesen Einflüssen ausgesetzt, solange wir sie nicht kennen. Keine Eltern dieser Welt würden ihr Kind einfach so in irgendeiner fremden Gegend schutzlos einfach auslassen, also aussetzen und dann sich selbst überlassen. Würde keiner tun, der sein Kind liebt und der für das Kind sorgt, würde es nicht tun. Aber uns ist so etwas passiert, könnte man sagen, als Menschheit. Und daraus jetzt sozusagen wieder rauszukommen, ist nicht so einfach. Weil das Problem ist nicht da draußen, das System, man denkt immer, das System da draußen, nein, das mit der Spiegel, in den gucken wir jeden Tag rein. Das primäre System ist in unserem Bewusstseinsraum. Es ist installiert worden durch entsprechende Informationswaffen. So, und das müssen wir erstmal überhaupt in dieser Tiefe verstehen, da müssen wir ziemlich vieles hinterfragen. Wir müssen also unser bestehendes Glaubenssystem und unser bestehendes Weltbild mal grundlegend in Frage stellen. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber das ist notwendig, wenn wir einen grundlegenden Wandel herbeiführen wollen. Alle sehen sich ja irgendwie nach einer Verbesserung der Situation.
ist ja auch schon mal gut, aber es reicht nicht aus, dann im Außen nur die Dinge, die uns vermeintlich das Leben schwer machen, zu bekämpfen. Denn damit stärken wir doch wieder diese Strukturen und geben ihnen eine Rechtfertigung, noch mehr Kontrolle und noch mehr Beschränkungen mit uns zu machen. Wir müssen erstmal diesen inneren Schritt vollziehen, aus meiner Sicht. Und das ist erfahrungsgemäß das Schwierigste. Hey, du hast das Video bis hierhin geschaut. Ich danke dir von Herzen für dein Interesse. Jetzt ein paar Dinge. Zum Ersten, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte mach das jetzt. Wenn du schon gemacht hast, ich danke dir. Schreib bitte einen Kommentar. Wie hat dir dieses Video gefallen? Was gab es Neues für dich? Was ist das Wichtige, was du auch den anderen Menschen jetzt weitergeben möchtest? Dann lass gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video mit Freunden, bekannten Menschen, für die das auch interessant ist. Und eine ganz tolle Sache jetzt, du kannst dir dieses Video komplett kostenfrei in ganzer Länge und ohne Werbeunterbrechung ansehen. Und das alles, indem du einfach auf den Link unter diesem Video klickst. Und du kriegst nicht nur dieses Video, sondern auch alle vergangenen Videos und alle kommenden. Einmal in der Woche gibt es ein neues Video, komplett kostenfrei und ohne Werbeunterbrechung. Warum mache ich das? Weißt du, es gibt hier in diesem System, in dieser Matrix, ein paar ganz große Firmen, die so ein bisschen willkürlich handeln. Die machen, was sie wollen. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, was passieren kann, wenn man Dinge sagt, die der ein oder andere anders sieht. Aus dem Grund will ich gerne, dass wir eine unabhängige Community aufbauen, dass wir auch weiterhin im Kontakt sind. Also, melde dich einfach an für die Community und bekomme die ganzen Gratis-Interviews. Ohne Werbeunterbrechung, komplett kostenfrei. Ich freue mich auf dich. Eine Sache noch, wenn du beruflich nicht ganz zufrieden bist, wenn du in einem System drin steckst, wo du einfach nur raus willst, raus aus der Fremdbestimmung, rein in die Freiheit. Oder wenn du schon selbstständig bist und für Menschen arbeitest, eine grandiose Leistung hast, viele Probleme lösen kannst, aber es irgendwie noch nicht richtig funktioniert. Vielleicht weißt du noch nicht genau, wie wirst du sichtbar, wie gewinnst du Interessenten, wie gewinnst du Kunden, ja Traumkunden, und wie verdienst du das, was du wirklich brauchst, um ein Leben in Fülle zu führen. Wenn das so ist, dann komm unbedingt in die Show bewusst und erfolgreich. Live, regelmäßig bin ich für dich da. Klick einfach hier auf den Link unter diesem Video und wir werden darüber reden, wie du es schaffst, deine wahre Berufung zu leben, mit Traumkunden zu arbeiten, in der finanziellen Fülle zu leben, dass du so viel hast, wie du brauchst, um hier wirklich gut klarzukommen. Und dass du im großen Bild den Menschen hilfst und deine Lebensaufgabe erfüllst. Das wäre doch fantastisch, oder? Ich wünsche es jedem Menschen. Also, komm unbedingt in die Show bewusst und erfolgreich. Und jetzt schau dir das Interview gerne an. Zu Ende, vollkommen, kostenfrei, ganz. Und wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Sein, für deine Arbeit. Mach weiter so.